Jo, da sind wir wieder mit Cube 2, Monat später und einer Ente. Die gehört immer dazu. So, können wir wieder? Hoffe, dass mein Chatbot diesmal aushält und mein Controller mitmacht. Ja. Genau. Wir waren letztens in Kapitel 11 stehen geblieben. Wenn ich Pech habe, ist das auch das letzte Kapitel und dann wird das jetzt hier nur eine halbe Stunde oder so. Vielleicht auch weniger. Diese komischen Würfelviecher sind Aliens aus dem irgendwas. Ich muss mich erstmal wieder daran erinnern, das ist ein Monat her. Irgendwelche Alien-Zivilisationen, die uns helfen wollten, aber dann zu doof dafür waren. Genau, wir müssen jetzt zum deren Geist. Die wollen uns Wissen geben, ja. Aber hatten selbst nicht das Wissen, um sich zu erhalten. Oh nein. Entscheidungskraft. Also rot töten, blau helfen. Oder zurückgehen. Coward Mode activated. I don't wanna know. I don't wanna go. Gigigigagidigugidi. Kann man hier extra speichern? Ne, kann man nicht. Warum nicht? So, also. Okay, da hinten ist zu, da komme ich auch gar nicht raus. Ich muss mich entscheiden. Ist jetzt ein Witz. Wer ruft mich denn an? Oh, nur Moment. So, war gerade. Was ist hier passiert? Ah, okay. War gerade der Reiseführer, kann man so nennen, Reisebegleiter. Der Typ vom Reisebüro hat uns nur mitgeteilt, dass das mit der Versicherung gerade noch nicht geklappt hat und morgen wahrscheinlich was von der Versicherung zurückkommen würde. So, wofür entscheiden wir uns denn jetzt? Wäre Benchok da, dann könnte ich ihn entscheiden lassen, aber er ist noch nicht da. Welche Pille hat nochmal Neo genommen? Rote oder blaue? Nimmst du die blaue Pille, dann bist du hässlich. Nimmst du die rote Pille, dann bist du unglaublich hässlich. Warte mal. Nein. Sexy Butt. Okay. Kater. Rot, wir killen das Viech. Blau, wir helfen dem Viech. Rot, wir killen. Rot, wir killen. Ah. Mord war schon immer mein Hobby. Ah, es ist echt schwierig, sich zu entscheiden. Warum kommt jetzt gerade die Entscheidung? Ich habe gerade angefangen. Nach einem Monat, aber trotzdem. Fein. Dann entscheiden wir uns einfach mal für das Rote hier. Und gucken noch mal kurz, ob hinter dem Blauen hier irgendwas ist. Jesse, was geht? Jesse, sag mal, rot oder blau? Du bist schuld, wenn ich sterbe. Nimmst du die rote Pille, bist du hässlich. Nimmst du die blaue Pille, bist du unglaublich dumm. Wähle weise. Ich nehme beide.
nein, Staub, ja, nein, Staub. Okay, fine. Dann nehmen wir Rot. Viel zu bedenken. Okay. Jesse, antworte doch. Nein. Okay. Vielleicht schreibt es zu lang. Wupp, wupp, wupp. Hört man mich überhaupt? Ja. Man hört mich. Weird. Na gut. Mich halt beschäftigt. Kann ich nochmal zurück? Fuck. Jetzt ist es zu spät. Na gut. Dann killen wir das Viech halt. Wir haben kein Vertrauen zu diesen bösen Außerirdischen. Nein, nein. Wollt ihr mich verarschen? Entscheide dich für Rot oder entscheide dich für Blau. Am Ende kommt ihr sowieso alle auf den gleichen Weg. Tschüss. Aber es war wichtig, psychologisch. Wofür entscheidest du dich? Aber am Ende läuft es auf dasselbe hinaus. Als ich sie fand, kam ich auf sie zu und sie verbanden sich mit mir. Es war herrlich, es war einzigartig. Ah, meine Nippel. Ich konnte sehen, dass sie Angst hatten. Bla bla, ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich hielt mich fest mit all meiner Kraft. Langsam verwandelten wir sie, hielten sie auf und glichen sie an. Sie kamen und ich kam zu ihnen zurück, half ihnen zu wachsen. Das war widerlich. Oh ja. Minecraft. Die Horrorversion. Das ist ein riesiges Herz. Geil. Ja, das kann gut sein. Lass mich raten, ich bin schon am Ende. Hätte ich das gewusst, hätte ich die letzten 10 Minuten beim letzten Mal auch gemacht. Meine Fresse. Aha. Ich habe das Ende der Menschheit gewählt, weil ich es töten wollte. Nein, das war doch nicht logisch. Super, jetzt werden wir auch zu einem dieser komischen Kubuswesen. Geil! Das war Cube 2 innerhalb von 10 Minuten, nachdem man einen Monat nicht gespielt hat. Ja. Na gut, was soll man machen? Ich hätte gern die andere Variante gewusst. Kann man sie überspringen? Nö. Warum nicht? Das ist einfach assig. Komm schon. Komm schon. Nein, ja, Staub. Ich kann überhaupt nichts überspringen hier. Es ist ja richtig nice. Jesse, wie sieht's aus? Wie hast du Zeit? Ich glaube, dann könnte ich demnächst wieder zocken. Machen wir vielleicht eine Runde Dark Souls oder keine Ahnung. Aber manchmal läuft's einfach nicht. Ja? Ich will auf jeden Fall mal wissen. Ich bin nicht bereit, die ganzen Credits zu sehen. What the fuck?
Okay, ich bring kurz mein Eis weg, mir reicht's. Okay, eine Stunde brauchst du noch. Ja, das passt, so lange brauchen die Credits und dann bin ich auch vorbei. Jesus Christ! Moises Lewis, mein Dicker. Yo. Yo. Ich hab so einen süßen Kater. Wer meinen Kater sehen will, einfach auf Twitter gucken. Oh, so. Gott. Also vom Aussehen her sind es nicht wirklich viele Leute, die daran gearbeitet haben. Und dafür muss man denen schon ein Lob aussprechen. Aber ja, mich nervt es gerade ein bisschen, dass ich tatsächlich die absolut letzte Phase jetzt nicht gemacht habe. Oder zuletzt nicht gemacht habe, obwohl es wirklich nur noch 10 Minuten gewesen wären. Aber man kann es ja auch nicht wissen, ne? Kapitel 11. Wer endet eine Story bitteschön auf Kapitel 11? Ist okay, Haku, du musst nicht wissen, mit wem ich hier rede. Schlaf weiter, süßer Kater. Ja, Cube, irgendeine Alienrasse, bis auf dem Planeten. Oder vielleicht auch nicht, wahrscheinlich schon, auf dem Planeten. Und die scheinen zu überprüfen, ob du es würdig bist, für die gesamte Menschheit auszusagen, dass die Menschheit rettungswürdig ist. Und das durch Tests mit Würfeln. Ja. Also wenn es die ganze Zeit nur darum ging, ob man diesen Wesen helfen möchte oder nicht, dann hätte man auch gleich das mit diesem Herzen darstellen können. Gleich mit dieser Herzaufgabe, rechts oder links, blau oder rot. Aber darum ging es nicht. Storytechnisch macht es nicht wirklich Sinn, warum man jetzt die Tests reingebraucht hat. Aber es ist nett, es sieht cool aus. Aber es war es auch. Schade. DLC. Oh nein. Kann ich jetzt vielleicht mal überspringen? Besonderer Dank. Nee, also da ist wirklich nichts mehr los, ne? Kann ich das irgendwie überspringen? Habe ich hier die Möglichkeit? Ah, schön Kohle einheimsen hier, ich merke schon. Okay, sind doch mehr Menschen dran gewesen, als ich dachte. So ein Pärchen. Matkovic. Vielleicht zufällig derselbe Name. Moms and Dads. Reboot Rama? Die Butter? So, jetzt kommt. Ja, jetzt ist wieder vorbei. Kann ich mir Kapitel 11 nochmal raussuchen? Das ist denn beim DLC? Akt 4. Oh, sag jetzt nicht, ich kann mir nicht die letzte. Ach komm. Okay, nehmen wir nochmal den Abgrund vor und gucken, dass wir dann blau wählen. Ah ja, perfekt. Nee, doch nicht. Man muss trotzdem noch ein Rätsel schaffen. Ah, ernsthaft, ich war's.
Hätte ich gewusst, dass ich einfach nur noch so ein bisschen machen muss. Naja, was soll's. Bla 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 bla, Mr. Freeman. Oh Gott, will ich wirklich das letzte nochmal sehen? Wie ging das nochmal so? Jesus Christus, ich nicht wissen, wie das machen wollen. Irgendwie so machen und dann Unfall. Machen so, Unfall. Ne, keine Ahnung, was das jetzt bringen soll. Wir wollen das irgendwie rüber katapultieren, damit das aufgeht. Wie kriegen wir das zustande? Gott, das ist auch ewig wieder her. Das hilft mir überhaupt nicht. Gefühlt. Nee. Stimmt, damit konnte ich irgendwie auch hoch. Ne? Genau. Gott, wie viele Rätsel muss ich überhaupt noch lösen? Und wenn das nur eins ist, dann ist es ja okay, aber wenn noch mehrere kommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin eigentlich recht durch mit Cube. Jesus Christ. Das muss da rüber. Ah, ja, okay. Kann ich. Ah, ja, okay, okay. Naruhodo, ima wakarimashita. Bonkere! Shit. Nein, sowas nicht geplant. Weird. Bonkere! Ich dachte, das Ding würde nach da hinten gehen. Man kann den Würfel auch einfach nicht mal aufheben, ne? Wozu hat man denn überhaupt Hände? Ha. Nein, ich bin nicht schnell genug dafür. Okay, war das irgendwie sinnvoll? Hat keine Ahnung mehr. Ist ewig her. Okay, ich konnte hier hoch. Das hat mir insofern gar nichts gebracht, aber auch gut. Vielleicht konnte ich es auch so irgendwie hinkriegen. Nein? Bonk? Kein Bonk. Kein Becky Lemmy Smash. Es löst sich ja. Ne, ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Keine Ahnung.
Bonk. Ah, okay. Ja, gut. Manche Sachen müssen einem erstmal auffallen. Donk. Hey. Nochmal. Do it again. Perfetto. Va bene. Das schon mal auf hier. Haha! Ich weiß nicht, ob das geplant war, aber haha! Ich hoffe, es wird nur dieses eine Ding hier. Kein Bock auf mehrere. Okay. Wir müssen da hin. Easy. So, wie komme ich jetzt darüber? Keine Ahnung. Ist es auch das letzte Rätsel? Ich habe das Gefühl, das wird noch mehr. Kein Bock auf den Mist. Na gut, weiter geht's. Weird shit. So lange her. Ich hab das doch schon mal gelöst. Wieso brauche ich jetzt so lange? Also ich werde wahrscheinlich mich dahin bewegen müssen, indem ich darüber polstere. Dann muss das da weg. Wenn ich das richtig sehe. Ja, dann geht das wieder zurück. Kann ich das zurückbringen? Was? Ach so. Das war in Ordnung. Ich verstehe. Shit, ey. Monkey. Du. So, jetzt müsste es genau falsch sein. Gott, bin ich müde hier. Was ist das für ein Mist? So. Später brauche ich das? Ja. Bringt das was dahin zu... Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Nee, es bringt gar nichts. Okay, so geht's. Gott, hat das ewig gebraucht. So, da hinten ist das Ende, das sehe ich jetzt schon. Ah, da kommen noch mehr Rätsel. Mindestens zwei. Ach komm. Mach ich noch weiter? Aber ich will jetzt das böse Ende sehen. Nee, das habe ich gerade. Was? Ich will das gute Ende sehen. Was ist denn das gute Ende? Ah, nicht wieder diese Fabrikgedanken hier. Ah, Gott, langsam habe ich keinen Bock mehr. Alright. Nope. Hier irgendwie. Nee. Da. Schön anspritzen das Ganze. Oh ja. Bunkere!
Yes, indeed. When the fire is fading and the majestic pudding of the Lord is ready to be served, and each and every one of them wants a spoonful. The tiny pointy hats and the big boys too. Jo, wir machen weiter mit dem Zeug hier. Das Ding muss brennen. Wie machen wir es denn am besten? Gibt es hier eine Möglichkeit, ein... Ich glaube, gibt es nicht. Stimmt. Naja, aber dadurch wird es nicht besser. Es muss brennen. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass das rote Teil brennt, damit dann das grüne Teil brennen kann. Und es macht auch keinen Sinn, weil das grüne Teil nicht brennt. Nicht ganz richtig. Wieso nicht? Shit. So, das mal. Ups. Das war nicht geplant. So, schön voll spritzen das Ganze. Man kennt das ja. Okay. So, das Ding auch schön voll spritzen. Darin bin ich gut. Und ja, drauf da, ne? Blöder Mist, wäre aber nicht funktionieren. Gehen wir mal von vorn. So, das Ding muss brennen. Das tut's dann da. Und bis es da ankommt, brennt es auch noch eine Weile. Problem ist, dass ich hier nicht drauf bleiben kann, sondern das ist irgendwie. Jesus Christ, ist das nervig. Was ist denn los? Nope, nope, nope. Probieren wir es nochmal. Es brennt. Laufen, laufen. Nee, das passt einfach gar nicht von dem Abstand her, muss man auch sagen. Vielleicht ist der Abstand besser. So. Das ist natürlich wieder auch wieder Quatsch. Denn das kann ich dann nicht beölen. Hä? Was soll denn das werden hier? Gott, ich hab das letztes Mal doch hingekriegt. Warum krieg ich das jetzt nicht mehr hin? Das ist relativ schnell. Vielleicht ist das die Lösung. Warte mal. Ja, doch. Das ist bestimmt irgendwo die Lösung. Okay, das war unnötig, aber egal. Genau, die Sachen sind voll. Dann spritzen wir hier mal schön durch. Warte mal. Ich hätte es auch gleich so machen können. What the fuck? Was ist denn los hier? Okay. Let's go.
are the best. Come on. Show me the way. Do you know that way? Ja? Ja? Geht doch. Oh, wie viele Level waren da noch? Ich hoffe nicht mehr viel. Mal ganz ehrlich, die hätten auch das Ende vom Kapitel zeigen können, aber nein. Man muss ja wirklich nochmal das ganze letzte Kapitel machen, nur um zu sehen, was da... Oh, diese... ja, okay, ich erinnere mich. Fein, wenn ihr unbedingt nochmal den Shit haben wollt hier. Wie war das? Hier ist die Tür, die sowas braucht. Nom, nom, nom. Das war das, das war Feuer. Das war das da. Jesus. Ich glaube, das war aber auch die letzte Prüfung, wenn ich mich nicht irre. Alles nochmal machen. Tschüss. Ah ja, genau, hier kriegen wir das permanente, was auch immer da ist. Das heißt, am besten jetzt mal hier. Na, na. Ja, 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 ja. Perfekt. Dadurch haben wir irgendwas Permanentes freigeschaltet. Irgendwas hier. Was vorerst mal egal ist. Ah ja, das ist auch schon die Treppe zum Ende, glaube ich. Wenn ich Glück habe. Was ist das für ein Mist hier? Genau, dadurch kann ich das Ding da machen. Das ist nicht so wichtig. Also spätestens ist relevant für den Flammenball, aber auf irgendeine Art muss das ja auch noch darüber kommen. Hier unten war doch noch irgendwas. Nein, war es nicht. Wieso nicht? Warum ist hier überhaupt eine Treppe? Jesus Christ. Unnötig. Da kommt man später hoch, da war irgendwas mit der Ventilation. Das ganze Ding kann ich noch rüberbringen. Das ganze Ding kann ich rüberbringen, okay. Wunk. Und Bonk. Das sorgt jetzt dafür, dass da Öl rauskommt. Yay! Das Problem ist, wenn ich es wieder wegmache, dann kommt da kein Öl mehr raus. Was für ein Beschiss. Ich muss die unteren verwenden, sonst lohnt sich's nicht. Ja. Nein, nein! Ja! Ja, okay, hat noch gereicht. Wenn man zu voreilig handelt hier. So, jetzt habe ich Öl. Ich müsste doch eigentlich hier viel früher die Sachen erledigen können. Warum habe ich hier noch nichts? Das ist ein bisschen seltsam. Ah ja, ich verstehe. Erstmal ordentlich mit Öl voll machen, das flutscht. Dann rüber damit. Hoch damit. Und dann können wir es abschießen. Bonk. So. Das nächste ist dann diese Feuertür. Die Feuertür kriegen wir.
Hier muss man drauf drücken für das Zeug. Ja. Also damit sollten wir eigentlich nichts mehr regeln können. Eher mit der Kugel hier vorne, die könnte noch brennen und uns weiterhelfen. Aber bis die das hier überhaupt erreicht, ja, fraglich. Ja, jetzt wird die voll getintet. Also Chelsea, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, dass du sowas mal schreibst. Boy. Ja, geht doch. Genau. Und hier war irgendwie zu viel Wind. Tee. So. Und da muss ich irgendwie hoch. Bonk. Gott, so viel Zeug, das man bedenken muss. Ah, nee, das war für mich. Shit. Ich verstehe. Ja, ich hätte vorher dafür sorgen müssen, dass ich einen grünen Block habe, mit dem ich dann rüber kann. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Aber gut, dann ist es halt so. Das kriegen wir wieder hin. Chess in Hell sagt, na mein Honigkuchenpferdchen, weißt du schon, welches Tickse geben der Handtuchgott und der Fackelgott unsicher machen? PS for the family. Ah, Family. Mm. Alles klar, ja, Dark Souls gibt's dann demnächst, freu mich drauf. Oh ja, Dark Souls, schön mit dem Handtuch, Gott, Ärsche versohlen. Oh, das gefällt mir. You see, God, there's something that I need in my life, so give it to me. Got that. Freu mich drauf. Ah, dann werde ich gleich mal den Shit hier beenden, wenn das nicht das letzte Level ist. Dann beende ich es mit dem Level. Ich habe darauf langsam keinen Bock mehr. So. Dunk, 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 dunk. Bonk. Bonk. Yeah. Ah! Nein! Fuck! Eine Prämisse nicht bedacht. Was soll's? Nochmal. Big Brain Time hier. Big Brain Time. So, und das Ding hier vorher runter tun. Und dann kommen wir rüber. Whee! Genau, und hier bin ich. Ah ja, das ist das Ende. Jetzt können wir das Ende nochmal in gut spielen. Mal sehen, ob die Aliens diesmal nett zu uns sind. Ah, war das nervig. Ja, ja. Ich bin Deutscher, so sind wir nun mal drauf. Das ist so ein Beschiss. Millie, that red cable. It leads to the room that is powering its mind. Follow it,
Bla bla bla, sind beides dieselbe Person, beschiss hier. Right, wife. Right, wife. Life gut. Wife fight back. Kill wife. Wife gone. Wife gone. Und es führen beide Scheißkabel zur selben fucking Stelle. Es ist so ein Beschiss. Oh, jetzt sehen wir noch das Gute in den Anführungszeichen. Okay, das sind die gleichen Nachrichten wie vorhin auch. Wunderschön. Our minds together, our minds building a new world. Now it is time for me to sleep, to wait for you to awake me. Das ist echt wunderschön. So, okay, wir haben auf jeden Fall dieselbe Szenerie, das ist nett. Mal sehen, was sie diesmal sagen. Wir kamen in Frieden. Amelia! Wir kamen, um Wissen zu teilen, um Menschen zu verstehen. Ja, ja. Ein logisches Gut. Nein. Aha. I saw what we are. I saw what we did to you. I understand what you must have thought. You chose knowledge. You chose to learn. To understand us. Ja, ja, jetzt tut er auf netter Kerl, nur weil ich mich nicht dafür entschieden habe, ihn zu töten. Ist ja typisch. I chose my future. Humanity can learn. I will teach her when she is old enough. We can help you. We can help you define your future. We can help you become one. We can help you rebuild your world. Let us give you our sight. Emma, of course. You were with me all along. Alter, wir akzeptieren einfach, dass die uns verarscht haben. You have rewritten your future. Patience, kindness, empathy. Aha. Weil man tun sie nicht so, als wäre das jetzt was anderes gewesen oder sowas. Als hätten sie die Geschichte umgeschrieben, so ein völlig anderes Ende. Ja, gut. Cube 2, nettes Taktik, Strategiespiel, beziehungsweise nicht Strategiespiel, sondern Puzzlespiel. Hat mir jetzt an sich schon sehr gefallen. Storytechnisch auch interessant, aber hat wenig mit dem tatsächlichen Testen zu tun, keine Ahnung wieso. Also jetzt kriegen wir nochmal einen Anruf.